Der kranke Formel-1-Held reiste mit seiner Familie in die Sonne, wieder ein Fortschritt auf seinem Genesungswerk. Bunte kennt Details. Das Wetter auf Mallorca war über Weihnachten perfekt, angenehme 19 Grad, kaum Wind und jeden Tag Sonne. Ideale Urlaubsbedingungen für Michael Schumacher, 50, und seine Familie. Sie hatten ihren Wohnsitz in Glenn am Genfersee, Schweiz, am 20. Dezember verlassen, um die Winterferien auf ihrem Luxusdomizil Villa Jasmin in Port d'Andratx zu verbringen. Mittelmeerflair statt Schnee und Eis. Auch Kalle, der braun-weiße Welsh Corgi Cardigan, britische Hunderasse, von Gina Maria Schumacher, 21, durfte mit. Nachbarn in der bewachten Wohnanlage Las Brisas del Port d'Andratx, hier leben nur Superreiche, beobachteten den dunkelblauen Helikopter der Schweizer Firma Helialp. Der Michael auf das parkähnliche Grundstück brachte, es gibt einen eigenen Heliport, es liegt paradiesisch am höchsten Punkt des Berges. Blickt man runter aufs Meer, liegt rechts der Hafen von Port d'Andratx, links der Felsstrand Kalalamp der ideale Ort. Um Kraft zu tanken und das kühle Wetter in der Schweiz zu vergessen, vor allem für Michael, seit seinem schweren Skiunfall Dezember 2013 ein Pflegefall. Sind die milden Mittelmeertemperaturen und das hochluxuriöse Wohnambiente die perfekten Genesungsunterstützer der Kranke? Formel-1-Held reiste mit seiner Familie in die Sonne, wieder ein Fortschritt auf seinem Genesungsweg. Bunte kennt Details. Das Wetter auf Mallorca war über Weihnachten perfekt, angenehme 19 Grad, kaum Wind und jeden Tag Sonne. Ideale Urlaubsbedingungen für Michael Schumacher, 50, und seine Familie, sie hatten ihren Wohnsitz in Glenn am Genfersee, Schweiz, am 20. Dezember verlassen, um die Winterferien auf ihrem Luxusdomizil Villa Jasmin in Port d'Andratx zu verbringen. Mittelmeerflair statt Schnee und Eis. Auch Kalle, der braun-weiße Welsh Corgi Cardigan, britische Hunderasse, von Gina Maria Schumacher, 21, durfte mit. Nachbarn in der bewachten Wohnanlage Las Brisas del Port d'Andratx, hier leben nur Superreiche, beobachteten den dunkelblauen Helikopter der Schweizer Firma Helialp. Der Michael auf das parkähnliche Grundstück brachte, es gibt einen eigenen Heliport, es liegt paradiesisch am höchsten Punkt des Berges. Blickt man runter aufs Meer, liegt rechts der Hafen von Port d'Andratx, links der Felsstrand Kalalamp. Der ideale Ort, um Kraft zu tanken und das kühle Wetter in der Schweiz zu vergessen, vor allem für Michael. Seit seinem schweren Skiunfall Dezember 2013 ein Pflegefall, sind die milden Mittelmeertemperaturen und das hochluxuriöse
Wohnambiente, die perfekten Genesungsunterstützer, die ganze Geschichte und exklusive Fotos findet ihr in Bunte Heft 8 2019. Gänsehautbur. Im Video unten feiert Mick Schumacher seinen Sieg, genau wie einst Papa Michael.